Cool. Gut. Livia, wir sind hier im Kulturlager vor einem Berg Zwiebeln. Was war da heute deine Aufgabe? Also wir haben jetzt Zwiebeln geschnitten für einen Burgertag, den wir haben. Also einfach für allgemein, da können die Leute essen. Und ja, ich habe jetzt mit einer Kollegin Zwiebeln geschnitten. Ein paar Zwiebeln geschnitten, wie man es sieht. Ihr seid beide in diesem Cook and Eat Team. Oder Timo. Timo, was ist deine Aufgabe in diesem Fall, da, bei diesem Burgertag? Also, meine Arbeit ist, ich sollte etwas auffüllen, so wie Eistee und so. Dass dann alle Leute genug zu trinken haben? Ja. Wir schauen immer auf Gäste. Wir nehmen auch immer sehr Rücksicht auf sie. Ja, auf Gäste. Und wieso? Man kann ja rauslesen, so ein bisschen, Workshop, das man will. Wieso, Timo, bist du genau in diesem Cook and Eat Workshop? Tust du irgendwie gerne kochen oder wieso bist du da? Also, ich tue sehr gerne kochen und ich bin sehr gerne jeder Koch. Das ist meine Arbeit. Das ist meine Arbeit und. Ja, so viel, was ich im Kochen sind Hygiene, ist immer auch erst am Anfang. Sachen, die ihr auch lernt, da natürlich. Wenn ich so ganz generell mal frage, vielleicht jetzt noch, Olivia, was gefällt dir an diesem Kulturlager? Du bist ja schon mehrmals jetzt so da gewesen. Also sicher vor allem, dass es so viele coole Leute hat und man lernt eigentlich immer neue kennen und allgemein einfach so das Zusammensein. Ich finde, es ist speziell. Also einfach so, weder in anderen Lager. Ich finde es mega cool. Spezielles Lager, Timo, kannst du das unterstützen? Oder was ist das für dich immer für eine Woche? Du bist ja auch nicht zum ersten Mal dabei. Das bin ich wahrhaftig nicht, aber ich kenne auch gut die Kollegen, Herr Lili und die anderen, die Kollegen sind. Und ich kann die einfach gern. Und da hockt. Aber mir. Auch die Kollegin, die blonde Haare hat. Hast du sonst, wenn du jetzt nicht im Lager bist, auch viel Kontakt mit Leuten wie der Livia? Ja, das auch. Manchmal in der Schule. Dann habe ich eine Freundin. Sie ist etwa 16. Sie ist also 17. Und ich habe sie gern. Vermisst du sie? Ist sie nicht auch im Lager? Nein, aber nicht. Ich will sie. Und ich. Es ist nicht im Lager, aber ich rede mal gerne mit. Da ist dir alle meine Freundin kennenlernen. So ein das Freund-Freundin-Lager, wenn ich zurück an meine Schullager denke, das ist immer ein Thema. Ist das im Kultur auch so, Olivia? Ja, also jetzt bei den Jüngeren, ja, halt so. Ich finde es herzig, aber bei den Älteren hat es eigentlich jedes Jahr immer irgendjemand, der zusammenkommt. Also man kann so vorher so ein bisschen raten, wer echt das mal zusammenkommt, aber ja, es gibt es definitiv. Also es ist wirklich wie ein Lager, wie ein normales Sommerferienlager. Ja, es ist einfach das ganz normale Lager halt, ja. Und gleich ist das nicht ganz normal, oder? Weil du hockst jetzt hier eben neben Timo, der Trisomie 21 hat. Was ist so ein das, was vielleicht auch, oder wieso kommst du überhaupt daher? Weißt, was gibt dir das, was profitierst du? Ich weiß nicht, einfach so allgemein eigentlich. Ich meine, hier selber im Lager, also viel sehen eigentlich gar keinen Unterschied zwischen denen, die jetzt eben irgendwie eine Behinderung haben, zwischen denen, die keine haben. Und man wird so gleichgestellt und das finde ich einfach, ich finde es mega cool, so den Grundsatz finde ich echt super. Das ist wahrscheinlich etwas, was du merkst, Timo. Ich denke, du fällst ja natürlich auf. Man sieht dir an, dass du vielleicht nicht ganz bist wie alle anderen. Und hier eben die Gleichstellung. Wie erlebst du das eigentlich? Also, ich erlebe das sehr gut. Und ich habe gut aus, die keine Behinderung haben. Und ich bin mit denen sehr gerne zusammen. Am Abend um 9:30 gibt es immer so eine Feuerrunde. Und dann hocken wir zusammen. Jonas erzählt die Geschichte. Das war so bald gewesen. Das klingt immer danach, als würdet ihr beide nächstes Jahr wieder dabei sein. Ja, sicher. Das Lager ist so hure geil. Und da finde ich immer so nette, coole Leute wie die Lili. Und sie ist einfach die Beste, die ich habe. Also als Kollegin. Jetzt muss ich gleich mal fragen, Lili, bist du nicht hier, Livia, gemeint? Nein, die Lili ist irgendwo dort hinten, glaube ich. Ja, da. Ist
Grüße, Dinge. Kann gut sein. Das ist auch eine Kollegin von mir. Ist ich gerade hinten. Sehr gut. Nur, dass das auch noch geklärt wäre. Aber du sicher willst auch wieder teilnehmen in diesem Fall. Ja, also wenn ich Zeit habe, schon, ja.